Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video von mir. Und in diesem Video zeige ich euch mal, wie man einen YouTube-Banner erstellen kann. Und ich mache das Ganze mit Paint.net. Ihr könnt das natürlich auch mit anderen Programmen machen, aber mit dem normalen Paint zum Beispiel hier funktioniert das nicht. Denn ihr braucht ein Bearbeitungsprogramm, wo ihr mehrere Ebenen habt. Das seht ihr hier unten rechts, da kann man immer mehr Ebenen erstellen. Und ja, ich mache das immer mit Paint.net. Der Link dazu ist auch in der Videobeschreibung, und zwar, man kann sich das auch ganz normal im Internet irgendwo herunterladen, aber da ich nicht weiß, ob das virenfrei ist oder nicht, habe ich mir mal einen Mediafire-Account erstellt und dort einige wichtige Sachen hochgeladen und zum Download zur Verfügung gestellt. Und ja, da könnt ihr euch das mal downloaden. Und das ist auf jeden Fall virenfrei, weil sonst würde ich das ja nicht machen. Und dann geht's auch schon los. Also als erstes brauchen wir ein YouTube-Banner-Template. Das ist auch in der Videobeschreibung, das könnt ihr euch auch ganz einfach herunterladen. Das ist ein ganz normales Bild jetzt hier zur Orientierung. Und ja, wie gesagt, Link ist auch noch mit in der Videobeschreibung, könnt ihr euch runterladen, weil ohne das geht das Ganze nicht. Wenn ihr das dann habt, könnt ihr das dann rechtsklick kopieren. Danach geht ihr wieder in Paint.net und dann drückt ihr Ctrl+V, also einfügen. Und dann kommt hier so ein Fenster, wenn das kommt, dann macht ihr einfach Leinwand vergrößern, sodass die Leinwand auf der kompletten Größe ist wie das Bild, sage ich mal. Und unten rechts halt hier könnt ihr halt verkleinern, damit ihr besser arbeiten könnt. Also das Bild ist dann original so und es muss genau so sein wie die Leinwand, also jetzt nicht hier irgendwie noch weißer Rand oder so außenrum, sondern komplett so. Als nächstes brauchen wir natürlich noch ein Hintergrundbild. Achso, noch hier, nur in der Mitte hier, wo die Linien sind, grün, blau und rot, das ist für den YouTube-Banner. Alles, was außenrum hier ist, also oben und unten, das sieht man nicht. Also nehmt irgendein Bild, was den kompletten Raum, ja, ausfüllt, aber dann nur hier in der Mitte das hat, was man sehen soll. Ihr könnt natürlich irgendeinen Hintergrund nehmen, irgendeine Farbe oder so, oder aber auch von irgendeinem Spiel irgendein normales Bild oder so. Müsst ihr natürlich selbst wissen, und auf jeden Fall müsst ihr dann hier unten rechts erstmal eine neue Ebene hinzufügen. Diese zieht ihr aber unter den Hintergrund. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Teil. Ihr nehmt das Bild, ich habe jetzt hier einfach mal ein farbiges genommen, kopiert dieses ebenfalls wieder, geht in Paint.net, fügt das ein und dann wird es eingefügt. Wenn aber bei euch ein kleines Fenster kommen soll, was bei mir jetzt nicht kam, wie zu Beginn, so mit drei oder zwei Auswahlmöglichkeiten, dann macht ihr einfach Leinwandgröße beibehalten, damit es auf derselben Größe ist. Wenn es kleiner ist, dann zieht ihr das einfach auf die Größe. Wenn es zu verpixelt ist, dann solltet ihr ein anderes Bild nehmen. Bei mir geht das aber hier. Und gut. Danach habt ihr schon mal den Hintergrund. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Ebene. Die fügt ihr einfach hinzu, das ist egal, die könnt ihr über Ebene 2 haben. Hauptsache unter Hintergrund. Und ja, dann kann man alles hier drauf einfügen, was man eingefügt haben will. Zum Beispiel Text. Das heißt, hier oben, oben links seht ihr so eine Leiste, da klickt ihr einfach auf T wie Text. Und hier oben könnt ihr dann alles einstellen. Ich nehme jetzt hier mal einfach irgendwas. Ja, nehmen wir einfach mal das hier. Na gut, das ist ein bisschen klein. Ich mache das jetzt einfach mal so, das könnt ihr dann beliebig machen. Und wie ihr schon seht hier, also bei dem bis zu dem Grün sieht man auf dem Maximum von einem Desktop, bis zu dem Blauen auf dem Tablet und Rot sieht man auf dem Handy oder so. Auf jeden Fall müsst ihr da auch drauf achten. Also, dass alles in dem roten Bereich ist, selbst dass man auf den kleinsten Geräten auch alles sieht. Also das mache ich immer so, dass ich da drauf achte. Und ja, dann fügen wir einfach einen Text ein. Hier unten kann man die Farbe natürlich auswählen. Hier kann man auch die Daten der Farbe eingeben in dem RGB-Modell. Aber das mache ich jetzt mal nicht. Wir wählen hier einfach irgendeine Farbe aus. Nehmen wir einfach mal so ein Grün hier. Und dann können wir natürlich hier einen Text eingeben. Ich mache jetzt einfach mal einen YouTube-Name. So. Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu klein. Das könnte man wirklich größer machen. Ich mache jetzt einfach mal 144. Ist gleich Rue. Ist gleich so. Gut, das nehme ich jetzt einfach mal so hier. Ist ja auch nur zur Demonstration, müsst ihr euch dann selbst beschäftigen, welche Farben und so ihr haben wollt und was dazu passt. Gut, dann mache ich das hier eben so hin. Und dann kommen wir auch, also immer wenn ihr was Neues macht, macht ihr eine neue Ebene. Das heißt, ich bin jetzt mit dem Text fertig, dann macht ihr einfach eine neue Ebene. So, dann könnt ihr natürlich noch mehr Text einfügen und so.
Mache ich jetzt aber nicht. Ihr könnt natürlich auch noch weitere Bilder einfügen. Ist egal was. Ich habe jetzt einfach mal zur Demonstration hier Symbole heruntergeladen. Einfach mal ein Facebook-Symbol. Wieder mal kopieren. Und dann hier wieder einfügen. So, das Ganze können wir natürlich verkleinern. So, irgendwie. Dann können wir das hier mit einfügen und danach unseren Facebook-Namen oder so mit hinschreiben, wie ihr wollt. Aber das ist ja auch nur zur Demonstration, dass ihr auch einfach Bilder einfügen könnt, ganz normal. Und ihr könnt diese Bilder, ich zoome noch ein bisschen weiter ran, auch drehen, indem ihr rechte Maustaste gedrückt lasst und dann einfach hier so dreht. Und wenn ihr das so machen wollt, dass ihr das, wie ich jetzt hier mit Facebook habt, ein Symbol und daneben euren Facebook-Namen schreiben wollt, dann macht ihr einfach eine neue Ebene und dann macht ihr eben bei der nächsten Ebene den Text hin. Und ja, auf jeden Fall sind das so die Hauptsachen, die man machen kann, die Hauptdinge. Und dann gibt es noch was Wichtiges. Ihr könnt zum Beispiel, wir gehen jetzt mal von ist gleich true, ist gleich aus. Da geht ihr hier auf die Ebene. Also bei der Ebene haben wir das ja hier erstellt. Da könnt ihr Doppelklick drauf machen. Und hier könnt ihr bei diesem Text, also bei dieser Ebene, etwas verändern. Das heißt, hier Modus ist normal. Und da könnt ihr so viele Sachen einstellen. Ich zeige euch mal, was das zum Beispiel bringt. Also schaut einfach mal auf True. Klick jetzt einfach mal hier durch. Da seht ihr schon, dass es sich immer an den Hintergrund anpasst. Je nachdem, wie es halt hier steht. Also gerade leuchten oder überlagern, differenzieren, aufhellen, abdunkeln, Raster oder XOR. Das passt zum Beispiel gerade irgendwie besser, finde ich. Dann kann man auf OK drücken und schon ist das so. Und das geht natürlich auch jetzt bei den anderen Sachen, zum Beispiel hier bei dem Bild von Facebook. Da kann man das zum Beispiel auch hier ein bisschen in den Hintergrund machen. Da seht ihr den Hintergrund noch leicht durchschimmern. Ja, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten hier, das ein bisschen zu verändern, wie ihr halt wollt. Sieht auch ganz lustig aus so. Und dann, wenn ihr das so habt, wollt ihr ja die Schablone, sage ich mal, nicht mehr sehen. Das heißt, oben bei Hintergrund, wo ihr die eingefügt habt, macht ihr rechts den Haken raus. Und ja, danach, wenn ihr das sozusagen fertig habt, also stellt euch einfach vor, hier ist jetzt mehr, dann geht ihr einfach auf Datei, Speichern unter. Und jetzt ist es ganz wichtig, also ist egal, wohin ihr speichert, aber hier unten müsst ihr dann bei Dateityp einstellen, PNG. Und dann benennt ihr das einfach irgendwie, ich mache jetzt einfach mal Banner Test, speichere das Ganze, dann klickt ihr auf OK und auf Zusammenfassen. So, wenn dieser Bildschirm so ist und hier nur noch ein Teil ist, dann ist es fertig, dann könnt ihr das Ganze schließen. So, und dann haben wir hier das Bild. So, und dann ist es eben hier dann der Banner. Das heißt, wenn ihr es hochladet, ist dann oben der Rand und unten der Rand, beziehungsweise an den Seiten der Rand, der nicht gebraucht wird, eben weg. Das heißt, ihr habt nur das in der Mitte. Das heißt, ihr geht jetzt in YouTube auf Banner hochladen und dann ist das ja, perfekt an die Größe angepasst und das war's dann auch schon. Ja, wie gesagt, die ganzen Links sind in der Videobeschreibung und ja, dann hoffe ich, dass es euch gelingt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir die ja natürlich auch schreiben in Skype, Facebook, E-Mail-Adresse oder in die Kommentare, wie ihr wollt. Und bis dahin, ciao, ciao.